mal schnell nach, Mac. Scheiße, wir können hier nicht bleiben. Auf die Call of Duty Serie trifft ja leider der Spruch zu: Kennt man einen, kennt man sie alle. Ja, im Großen und Ganzen stimmt das natürlich. Die Spiele unterscheiden sich nicht großartig von ihren anderen Vertretern der Reihe. Auch als ich jetzt Call of Duty 2, was wir hier sehen, nachgeholt habe, weil ich das damals halt verpasst habe oder mich noch nicht für die Serie interessiert hat, habe ich erschreckend schnell festgestellt, wie ähnlich sich die Spiele dann bis heute aber trotzdem immer noch sind. Gerade so, was das Gameplay angeht und so. Nur so ein paar Sachen wurden verfeinert. Aber alles hat ja auch irgendwie mal seinen Anfang genommen. Verdammt gute Arbeit, Leute. Wir haben es mit den besten deutschen Truppen aufgenommen und wir haben sie heulend an den Rhein zurückgeschickt. Was aber heute immer noch so ein bisschen ähnlich ist wie damals, ist, dass die Story wirklich nicht wichtig ist bei Call of Duty und auch nicht großartig beachtet wird, sondern nur so ein bisschen dafür da sind, um halt ja die Rahmenhandlung darzustellen, damit man das Spiel halt in dieses Szenario packen kann. Bei Call of Duty 2 spielt man nämlich 4 verschiedene Hauptcharaktere aus verschiedenen Ländern während des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1941 bis 1945. Während der Kampagne wechselt man dann auch immer hin und her zwischen den einzelnen Charakteren. Man beginnt zum Beispiel als ein russischer Gefreiter, wechselt dann später zu einem britischen Sergeant und so weiter und so fort. Dann darf man auch nochmal die Amis spielen und so. Und ja, Call of Duty 2 hatte damals schon das Problem, wie es die Teile heute immer noch teilweise haben, dass man sich halt mit der Figur, die man spielt, nicht wirklich identifizieren kann. Weil man sie halt, wie gesagt, selber nicht sieht, sie auch nicht spricht und da man dann auch irgendwann den Charakter wechselt, weiß man auch gar nicht mehr, wer man jetzt genau ist. Und irgendwann ist es einem aber auch egal, muss man dazu sagen. In der Story gibt es auch keine wirklichen Cutscenes, die die Handlung vorantreiben. Es gibt halt nur vor vereinzelten Missionen im Ladebildschirm so einen Tagebucheintrag, den man lesen kann, um zu sehen, was jetzt gerade abgeht. Und so vereinzelte Intros, sag ich jetzt mal, zu den verschiedenen Charakteren und Kampagnenmodi, die teilweise mit echten Kriegsaufnahmen versuchen, die Story so ein bisschen zu umreißen. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. Das wird allerdings mal wieder exzellent zerstört durch die deutsche Sprachausgabe. Ich finde es sowieso immer seltsam, gerade hier in Deutschland ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg in Deutsch zu spielen, wenn dann plötzlich alle Deutsch reden. Das macht für mich leider wenig Sinn. Man darf sie auch leider nicht umstellen, weder im Spiel selber noch dadurch, dass man die Konsole umstellt, was sehr schade ist, aber das war bei den frühen Call of Duties fast immer so. Und ja, wie gesagt, die deutsche Sprachausgabe ist teilweise einfach echt furchtbar und wirkt einfach wieder richtig komisch. Und da ist es schon fast gut, dass die Story keine so große Rolle spielt, weil man sich dann nicht so sehr darüber abfacken kann. Das sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als sie es sind. Aber immerhin verwenden sie auch hier bekannte Charaktere, die man aus der Reihe schon so kennt, wie zum Beispiel Captain Price, der ist auch dabei. Der ist aber lustigerweise nicht der Captain Price, den wir aus den Modern Warfare Spielen kennen, sondern sein Großvater. Das haben sie so irgendwie in diese Story eingebaut. Er sieht aber halt genauso aus und hat auch dieselbe Synchronstimme, aber es ist halt Captain Prices Großvater oder Großgroßvater. Ich weiß es auch nicht so genau. Fand ich schon ganz lustig. Das war Glück. Nicht schlecht, McGregor. Netter Fund. Okay, hören Sie zu. Wir sind hier fertig. Gut gemacht, Jungs. Das Gameplay ist natürlich, wie ihr seht, typisch Call of Duty, da kann man nicht so viel von erzählen, es ist halt ein wildes Geballer und das ganze Spiel ist auch eher mehr so eine, ja, ganz nett inszenierte Schießbude, sag ich einfach mal, weil ihr wisst, was euch da erwartet, wenn ihr ein Call of Duty einlegt und das ist auch genau das, was ihr bekommt. Aber es funktioniert immer noch sehr gut, man hat immer nur noch 2 Waffen, zwischen die man wechseln kann, zwischendurch darf man sich dann auch so ein paar neue aufheben, die man so findet in der Map. Aber wie gesagt, dieses griffige Call of Duty-Gefühl, das war auch damals schon da. Es gibt auch da, gerade auf der Konsole, diesen zu einem Ziel hinsnappen-Modus quasi. Wenn man in der Nähe von einem Ziel über Kimme und Korn guckt, dann geht das Fadenkreuz halt automatisch auf den Gegner, was das so ein bisschen vereinfacht auf der Konsole mit dem Controller.
was auch gut funktioniert und ja, hier auch sehr viel Spaß macht, weil auch gerade das Trefferfeedback der Gegner ganz gut gelungen ist, fand ich. Da kann es auch dann schon mal passieren, dass so ein paar Helme fliegen, wenn man sie gut trifft und so. Das sieht schon ganz gut aus und macht einfach Spaß. Das wird auch noch unterstützt von dem Sound, der bis auf die Sprachausgabe auch ganz gut ist. Das Problem ist allerdings, dass er ein bisschen seltsam abgemischt ist manchmal, finde ich, weil es ist teilweise so unglaublich laut einfach, weil da so viel geballert wird und selbst wenn ihr dann irgendwie 20 Meter von so einem Gewehr wegsteht, ist es noch mega laut. Das ist zum Glück nicht immer so, aber manchmal ist mir das aufgefallen, das war schon ein bisschen seltsam. Man hat neben den zwei Waffen, die man dabei hat, natürlich auch noch Granaten, die man werfen kann, wo man sich dann auch einiges vereinfachen darf und während der Mission müssen dann auch immer mal wieder so irgendwie verschiedene Panzer ausgeschaltet oder Türen geöffnet werden, dass man dann mit ja angebrachten Sprengsätzen machen kann, was dann aber halt vom Spiel vorgegeben wird. Während der Mission habt ihr auch öfter mal verschiedene Einsatzziele, die ihr auch dann teilweise nach Belieben abarbeiten könnt. Also es ist nicht so, dass es wirklich eine riesige Open-World-Map ist und so weiter und ihr könnt es dann aussuchen. Aber es gibt halt so Ziele wie, zerstöre jetzt 5 Mörsernester oder so und ihr dürft halt dann da frei entscheiden, welche ihr zuerst macht und so. Und da sind die Maps dann auch schon ein bisschen größer, so dass man da auch eine Zeit lang drin verbringen kann. Die Technik hinter dem Spiel ist, ja, wie ihr seht, natürlich etwas veraltet. Das Spiel hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es läuft aber sehr, sehr flüssig. Es ist ein knackscharfes Bild, weil die Version, die wir hier gerade sehen, habe ich auch auf der Xbox Series X als Download-Version gespielt. Die kam ja ursprünglich für die Xbox 360 raus. Und ja, wie gesagt, es läuft sehr flüssig, wie man es von Call of Duty gewohnt ist. Und stolz sich auch sehr griffig, nur halt die Grafik an sich ist nicht mehr zeitgemäß natürlich. Und auch die Charaktermodelle und so weiter sehen nicht toll aus. Und manche Level sind auch so ein bisschen detailarm. Andere hingegen sehen wieder ganz gut aus. Das ist so ein, ja, ein komischer Mix. Das, was mich da so ein bisschen am meisten gestört hat während des Spiels, ist so ein bisschen die KI. Also nicht nur die Feinde sind nicht die hellsten, sondern auch eure eigenen Kameraden, die, weiß ich nicht, die haben auch im Unterricht gepennt oder so. Weil es kommt öfter vor, dass sie sich wirklich einfach richtig blöd in eure Schusslinie stellen, obwohl das ganz offensichtlich ist, dass sie da gerade ballert. Und mir ist schon so oft passiert, dass ich meine Kameraden dann abgeknallt habe und dann wurde das Level beendet, weil das ja als Verrat gilt und dann darf das ja nicht. Und das war so ein bisschen nervig. Ich fand das Spiel auch recht kurzweilig, es ist nicht zu lang. Es hat immer mal wieder so ein paar schöne Momente, die einen dann so ein bisschen aus dieser Schießbude, die sie nun mal ist, rausreißen. Es gibt auch so ein paar wenige Fahrzeugmomente, wo man dann auch mal so ein Gefährt steuern darf oder so, was das noch ein bisschen auflockert. Aber wie gesagt, trotzdem ist das Spiel nicht viel mehr als eine relativ gut inszenierte Schießbude mit teilweise an manchen Stellen immer respawnenden Gegnern, die erst aufhören, wenn ihr einen bestimmten Punkt erreicht habt in der Map, was auch ein bisschen nervig ist, aber das war auch schon so ein altes Call of Duty Problem. Aber ansonsten ist es ganz okay. Es hat allerdings noch nicht diese Bombastmomente, wie man sie dann seit Call of Duty Modern Warfare 1 kennt zum Beispiel und heutzutage auch schon fast gewohnt ist. Das gibt es auch nicht. Es gibt auch kein wirklich spektakuläres, bombastisches Finale, wie das mittlerweile bei Call of Duty auch gang und gäbe ist, sondern es endet eher ruhig, sage ich jetzt mal, sofern man das in dem Zweiten Weltkrieg sagen kann. Und ja, das war mir schon klar, dass das so ist, aber es ist, wenn man die alten Teile noch nicht gespielt hat und nur die neueren kennt, vielleicht so eine kleine Umstellung. Ja, aber wie gesagt, Call of Duty 2 ist ganz spaßig, aber auch nicht mehr, muss ich sagen. Also damals war es wahrscheinlich wirklich richtig cool, weil Call of Duty da ja noch so in den Kinderschuhen gesteckt hat, sag ich mal. Und die ganzen Shooter drumherum, die waren vielleicht noch ein bisschen öder und ein bisschen dröge und so weiter. Und da hat Call of Duty 2 auf jeden Fall mit seiner Inszenierung schon ein bisschen mehr rausgeholt. Heutzutage kann ich aber sagen, dass es nicht mehr so ein vom Hockerhaut, sag ich mal. Es sei denn, man hat das damals gespielt und geht da jetzt mit so einer Nostalgiebrille ran, die ich aber nicht hatte. Deswegen hat mir das Spiel zwar Spaß gemacht, aber auch nicht viel mehr, sag ich mal. Deswegen kriegt Call of Duty 2 von mir eine 6 von 10. Es ist keine schlechte 6 von 10, es ist halt ein gutes Spiel, was man mal für zwischendurch reintun kann, aber es ist an sich auch wirklich nicht mehr. Und wie gesagt, wer Call of Duty kennt, die Reihe, der wird auch kein Problem mit Call of Duty 2 haben. Weil da ist, wie gesagt, alles beim Alten geblieben. Aber wie gesagt, wer so ein Faible für die Serie hat vielleicht, der kann sich die alten Teile dann auch mal angucken. Muss sich aber halt bewusst sein, dass die in Sachen Inszenierung und so weiter natürlich den heutigen Call of Duties nicht mehr so wirklich das Wasser reichen kann.